Gestapo wurde am Ort des Verbrechens gefunden. Dies ist die Wahrheit und niemand kann sie leugnen. Das ist nicht die Wahrheit, ruft irgendjemand da aus dem Publikum. Sie können das niemanden nicht leugnen, sonst? Doch kann ich. Niemanden sonst als der Angeklagten kann er aus der Hand geglitten sein. Ja, das ist richtig. Das erscheint plausibel. Ja, das ist richtig. Günther. Das sieht nicht gut aus. Luke tut mir so richtig leid. Er ist voller Wut und Verzweiflung. Er kann nicht mal mehr klar denken. Er sagt, er könne der Hübsche nicht vergeben. Ich kann ihn schon irgendwie verstehen. Was auch immer. Ich muss einen Weg finden, Luke zu beruhigen und dann sehen wir weiter. Okay, wie können wir Luke beruhigen? Viel wichtiger ist die Frage, wie können wir Luke beruhigen? Luke beruhigen? Ja, aber wie machen wir weiter? Was haben wir denn zum Präsentieren? Gucken wir mal. Er soll sie zur Rede gestellt haben, aber... Wissen wir schon, was der andere Zauberstab ist? Der andere Zauberspruch ist? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier können wir nichts machen mit dem Untersuchen. Finden auch gerade nichts, weshalb wir das präsentieren könnten. Ja, wollen wir wirklich ihm mal die Skizze geben oder? Wir könnten ein Schild verlieren bei Präsentieren, richtig? Ja. Und hier ist nichts weiter. Was sind die anderen Sprüche? Nee, ist egal. Was? Oder mal gucken, was. Also wir hatten das hier. Und er sagt ja, wir sollen Luke beruhigen. Vielleicht ist das ein Hinweis. Layton stand so. Angesicht zu Angesicht. Also stand sie auch so? Das wäre ja ein bisschen komisch. Das wäre ja wirklich merkwürdig. Vor allem Layton stand so rum. Warum sollte er sie zur Rede gestellt haben wollen? Weil hier stand eventuell noch jemand. Und sie schmeißt dann den Stab hinter ihm. Ja. Das ist ja noch wahrscheinlicher, dass Phoenix aus dem Keller irgendwas damit zu tun also, hat als Maya. Also guckte er in die Richtung und nicht zu Maya. Das würde also Sinn machen, dass wir das Luke präsentieren, denke ich. Luke, du hast doch gesagt, dass du nur an das glaubst, was du mit eigenen Augen sehen kannst. Aber das, was du glaubst, gesehen zu haben, muss nicht unbedingt die ganze Wahrheit sein. Hä? Was wollen Sie denn damit sagen? Schau dir die Skizze des Tatorts mal genauer an. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls standen Professor Layton und Maya hier. Wir haben durch die Aussage von Frau Schleifstein außerdem erfahren, in welche Richtung der Professor schaute. Demzufolge schaute er in diese Richtung. Diese Richtung. In diese Richtung. Oh. Du hast ausgesagt, dass der Professor Maya von Angesicht zur Rede gestellt hat. Aber ein Blick auf die Skizze verrät uns eines. In deiner Aussage gibt es einen Widerspruch. Oh, das ging ja schnell. Was? Boom. Ich mag diese Geste. Ja, vor allem, weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. An Dark Souls. Das stimmt, ein bisschen. Ob sie sich nun gegenüberstanden oder nicht, ist vollkommen ohne Belang. Vor allem in der Zeit, in der der dazu ausholt, kannst du noch weg dodgen. Sie waren die beiden einzigen Personen in diesem Raum. Da die eine Person das Opfer ist, muss die andere die Hexe sein. Aber warum sollte Layton in die Richtung stehen mit einem Messer in der Hand? Und warum sollte er überhaupt ein Messer haben?
ich muss euch um etwas Geduld bitten. Zieht keine voreiligen Schlüsse, Herr Inquisitor. Erinnern wir uns doch mal an Frau Schleifsteins Aussage. Sie meinte doch, dass der Professor ein Messer auf jemanden richtete. Aber die Skizze belegt eindeutig, dass er nicht Maya bedrohte. Bleibt die Frage, auf wen war das Messer gerichtet? Luke, was ist denn los? Der Professor würde niemals ein Messer auf eine andere Person richten. Ich habe die Tür zu diesem Raum als erster geöffnet. Ich war also der erste Zeuge und ich habe definitiv kein Messer gesehen. Plausibel. Ja. Frau Schleifsteins Zeugenaussage ist unglaubwürdig. Oje, oje, Winnie. Schau dir dieses Balg an, wie es Nonsens verheert und jeglichen Respekt für uns Älteren missen lässt. Leck mich, du Alte. Ja, gerne. Nein, bitte nicht. Mach doch einfach nochmal. Moment. Gar nichts. Ich hab gar nichts gesagt. Ihr wünscht hohes Gericht? Ihr wünscht ein hohes Gericht? Kriegen wir. Moment, da gab's doch auch mal diesen Fall. Mit der... Ein Ultra Big Mac. Ja, nee, mit diesen ganzen... Lunchboxen. Ihr wünscht ein hohes Gericht. Da habe ich eine Lunchbox für Sie. Die Essensfrau. Es dürfte nicht viel Mühe kosten, herauszufinden, ob das Opfer ein Messer hatte. Schließlich wurde dessen funkelnder, goldener Körper am Schauplatz des Verbrechens gefunden, nicht wahr? Professor Layton zur Gerichtsakte hinzugefügt. Boah, das ist sehr schwer. Das war mal das größte in LKW, oder? Hä? Ja. Das war mal das größte in LKW. Ja, ich glaube. Na, beziehungsweise das bisher größte, was wir kennen. Stimmt. Haus zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das steckt alles da drin. Flugzeug zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Erde. Mann, ich wollte den Mond sagen, aber du musst mich immer gleich übertreffen. Oh, Entschuldigung. Ihr habt natürlich recht, hohes Gericht. Nein, von der Erde war es leider nur ein Übersichtsplan. Auch Atlas genannt. Gerichtsknechte. Ihr habt die Worte des edlen Richters vernommen. Bringt das... Opfer! ...in die Kammer. Wir müssen es befragen. Sie bringen die goldene Statue. Schluck. Professor. Oh. Es bringt gleich ein bisschen Glamour rein. Schnittig. Aber ohne Arme. Das ist beeindruckend. Können wir den hier stehen lassen? Wir müssen diesen Fall nicht aufklären. Naja, nee, wir klären den Fall auf, aber ihn wollen wir bitte nicht zurückverwandeln, falls das möglich ist. Das ist eine tolle Trophäe. Ich hätte auch gern so einen Gold-Layton als Amiibo. Ich will einen goldenen Layton-Amiibo. Ich will. Oh, mal weh. Schauen, was sich da machen lässt. Ob er wohl recht unsanft transportiert wurde? Nein, der Arm war schon ab. Professor! Professor Layton! Dies ist also die Macht des goldenen Verwandlungszaubers. Überaus spektakulär. Als wäre ein Künstler am Werk gewesen. Vielleicht war das wirklich so. Nein, aber man wird ihn wahrscheinlich zurückverwandeln können. Ich versichere euch, das ist nicht das Werk eines Künstlers, hohes Gericht. Apropos, der andere Arm ist noch nicht aufgetaucht. Ich glaub das nicht, Professor! Aber da fällt mir gerade ein, wenn der Arm dann da ist, da fällt mir ein Rätsel ein. Setzen Sie den Professor wieder zusammen. Ist ein ganz einfaches Rätsel. Nein, Moment. Es ist ein Schieberätsel. Da hat man die einzelnen Körperteile und muss die in die richtige Reihenfolge bringen. Da fällt mir ein, bei Dragon Ball Super gab es ja auch sowas. Das hätte man auch als Rätsel machen können.
Die haben nämlich Freezer wieder zusammengesetzt. Der von Trunks ja auseinandergemetzelt wurde. Ja, das weiß ich noch. Und der kleine Trunks hat, nachdem Freezer dann wieder besiegt war, auch noch so einen kleinen Spruch gebracht. Vor allem so viele Jahre nach Dragon Ball Z haben die da noch so einen Witz eingebaut. So was wie hier, wenn er wiederkommt, dann werden wir ihn in 1000 Stücke zerschneiden. Oder sowas. Und alle haben gelacht, weil er wusste ja nicht, dass das sein zukünftiges Ich schon mal gemacht hat. Okay, hast du das vorgelesen gehabt? Ja. Ich glaube nicht, Professor. Nein. Möge das goldene Opfer zu den Beweisen gelegt, gestellt werden. Ach, Joey. Der arme Professor, jetzt wird er selbst zum Beweis. Zum Beweis göttlicher Ästhetik. Professor Layton, nee, goldener Layton zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, den Sound hatten wir ja gerade schon. Okay, in Gold verwandelt, sein rechter Arm fehlt. Ja, ansonsten, welche Pose würde er sonst zeigen? Wenn der Arm noch dran wäre, nein, es war ja der Laytonsche Finger und nichts anderes. Ich habe gerade eine Pose auch in die Kamera gezeigt und dann gemerkt, oh, die Kamera ist schon wieder etwas verdreht. Oder ich, eins von beiden, ja, in dem Fall bin sogar ich. Es war daneben. Ein Glück. Okay. Wie bedauernswert. Das Gericht hoffte, dieser Beweis wäre sein Gewicht in Gold wert. Oh, Moment. Brüller. Ja. Obwohl der Beweis in der Tat aus Gold ist, sagt er uns nichts darüber, ob das Opfer nun ein Messer hatte oder nicht. Ja, denn der Arm fehlt. Lasst mich bitte sprechen. Maya, du weißt doch, du sollst nicht. Der Professor hatte kein Messer und außerdem war noch eine weitere Person im Raum, die echte Hexe war auch dort. Bitte glaubt mir. Boom, schweigt! Angeklagte, muss ich euch wahrlich ein weiteres Mal ermahnen. Dort oben solltet ihr euch wie ein Vogel verhalten, der seinen Gesang vergessen hat. Begehrt wieder auf und ihr werdet brennen. Oh Gott. Oder gelüstet euch es wirklich so sehr nach den Flammen der Gerechtigkeit, mein kleines Vögelchen? Nein, aber mich gelüstet es nach was anderem. Emmy! Schluchz. Du darfst nicht schluchzen. In diesem Schluchz war ein Widerspruch. Dennoch ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass eine weitere Person am Tatort gewesen sein könnte. Schaut euch die Skizze an. Das Opfer sah jemanden an. Und dieser jemand war auf keinen Fall Maya. Jemand ist der dritte Gesellschafter, der Vivian GmbH und Co. Ja, der zweite war Wohlan. Mein verehrter Herr Blaurock, eure Ignoranz verwundert mich nicht mehr. Ach, und der vierte Gesellschafter ist übrigens Walsam von Walsam und Walsam. Und der fünfte. Ach, Joey, was? Das ist der Mario! Ah, der sechste war das nicht. Köstritzer Schwarzbier. Ja, auch eine juristische Person kann ein... Nein, ein Bier kann keine... Den meinte ich nett. Ach so, nein, ich weiß schon, der sechste war... Ja, das ist richtig. Günther. Den meinte ich. Und wo machen die ihre... worüber machen die ihre Geschäfte? Das Internet. Ach, außerdem... Das hab ich nicht gehört. Das war... Das Internet. Hab's wieder nicht gehört. Das Internet. Das Internet. Ja. April, April, ich hab dich die ganze Zeit gehört. Nein. Ach, und außerdem... Nee, wirklich nicht. Und die haben noch einen siebten Gesellschafter. Das Ungeheuer von Loch Ness.
Am Dienstag um 20:15 Uhr. So, jetzt geht's mal weiter.